Hallo alle zusammen, jetzt sage ich heute schon das dritte Mal Hallo, weil ich beim dritten Video bin. Deswegen wundert euch nicht, das hier hat nichts mit diesem Video zu tun. Das soll nur für meinen anderen Kanal Low Carb Lakritz werden. Und weil das ja eine Silikonform ist, traue ich mich das jetzt nicht woanders hinzusetzen, beziehungsweise jetzt wird es wahrscheinlich schon gehen, weil sie jetzt schon fester sind. Aber das hat mit der Geschichte hier jetzt nichts zu tun. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier diese Mienudeln. Dann habe ich jetzt hier einfach Wasser gekocht und gebe da das Wasser drauf. Und dann soll das 5 Minuten ziehen. Und dann siebe ich das Wasser wieder ab. Und dann können wir auch schon mit dem Anbraten anfangen. So, jetzt muss ich das nur hier mal rübergeben, sonst wird es ja nichts. So, wie gesagt, 5 Minuten und dann siebe ich das Ganze wieder ab. So, jetzt geht's los. Also hier im Topf hatte ich meinen Brokkoli, weil der war eingefroren. Den habe ich mir jetzt kurz erwärmt. Ansonsten, alles ein bisschen regeln. Ansonsten könnt ihr den natürlich so roh nehmen. Jetzt habe ich hier ein kleines bisschen Öl reingegeben, neutrales Öl. Und da tun wir jetzt den Brokkoli und unten drunter sind noch Karotten, die tun wir jetzt anbraten. Hier habe ich dann noch Lauchzwiebeln und dann geht das Ganze jetzt ratzfatz. So, und wenn wir das dann soweit haben, gebe ich jetzt die Frühlingszwiebeln einmal mit dazu. Dann die Nudeln. Dann geben wir etwas Sojasauce mit dazu. So, dann die Eier. Ich habe die separat jetzt schon mal verrührt, damit ich hier dann nicht alles hier zermatsche. So, jetzt habe ich die Temperatur noch mal hoch gemacht, dass das Ei richtig schön anbraten kann. Und zum Schluss, aber das kommt dann zum Schluss, kommt dann noch etwas Sesamöl dazu. Das ist dann für den Geschmack. So, jetzt habe ich die Platte ausgemacht und jetzt kommt, wie gesagt, noch Sesamöl dazu. Und dann kann angerichtet werden. So, ja, und das sind jetzt unsere gebratenen Nudeln mit Ei. Eieiei. Jetzt kriege ich nichts auf die Gabel. Ich glaub's ja nicht. Sag mal. Ich liebe das. Dieser Geschmack von dem Erdnussöl, Sesamöl und Sojasauce und so. Oh. Super günstig das Rezept, super schnell, super einfach. Oh. Unbedingt nachmachen. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.